Moin moin Leute und willkommen direkt zu einem neuen Video. Es ist gerade 15 Uhr und die 14 Tage der Weihnachts- bzw. ja, Wintertage hat begonnen, diese 14 Wintertage, und jeder von euch müsste eine Herausforderung bekommen haben, eine neue, und zwar diese hier. 14 Fortnite-Tage. Und das, was ihr hier bekommt, ist einfach alle 24 Stunden jeden Tag um 15 Uhr ein neues Geschenk bzw. eine neue Aufgabe, die ihr erledigen müsst, und dafür bekommt ihr dann ein neues Geschenk. Das allererste ist einfach: öffne den Kreativmodus-Server oder trete einem bei. Das heißt, ihr müsst einfach auf die Kreativinsel einmal gehen und bekommt das allererste Geschenk. Das machen wir auch gleich. Und nochmal zur Erklärung: es ist einfach so aufgebaut, dass jeden Tag um 15 Uhr ein neuer LTM freigeschaltet wird. Das heißt, wenn ihr hier auf Spielen geht, werdet ihr hier unten sehen, ein neuer Modus ist drin, und das jeden einzelnen Tag für die nächsten zwei Wochen. Das Coole ist, wir haben jetzt gerade zwei neue LTMs drin, einmal den 33er Teams, also 33er Modus, nicht den 31er, sondern den 33er, und einmal den klassischen Modus, ja, und das hört sich vielleicht geiler an, als es eigentlich ist. Also es ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe gerade eben zwei Runden gespielt. Es ist leider ein bisschen doof, weil es halt für Teams aktuell ist. Es ist nicht im Solo und deswegen wirst du da ziemlich schnell wegrasiert. Aber dieser klassische Modus besagt, das klassische Gameplay vom Battle Royale mit ausschließlich den Waffen und Gegenständen, die es in den ersten zwei Seasons des Spiels gab. Das ist nur auf die Items bezogen, leider. Also die Karte ist immer noch die aktuelle, die wir jetzt gerade spielen. Die Balances und also die, so wie die Waffen funktionieren und so weiter, ist immer noch gleich, so wie jetzt, nicht wie von damals. Das heißt, kein Double Pump und kein sonst was. Also es ist immer noch so wie jetzt, nur dass die Waffen einfach reduziert wurden auf das, was es früher gab. Ich habe eben gerade ein, zwei Runden gespielt. Es gibt die alte automatische Sniper immer noch. Es gibt den Revolver, wie ich es gesehen habe, und die Silenced SMG und die taktische SMG. Die sind halt immer noch drinne. Die Tech-9 habe ich nicht gefunden, aber ich weiß auch gerade nicht, wann die gewortet wurde. Vielleicht war die in Season 2 auch schon wieder raus, sodass es gar nicht mehr funktionieren würde, dass die jetzt mit dabei wäre. Aber die Tech-9 habe ich nicht gefunden. Die alte Tactical SMG dafür ist drinne auf jeden Fall. Ist eigentlich ganz witzig, irgendwie damit wieder zu spielen. Aber wie gesagt, leider halt nicht mit der alten Karte. Das wäre, glaube ich, zu aufwendig gewesen. Wobei ich hoffen würde, dass es vielleicht irgendwie nochmal von Epic Games möglich gemacht wird, dass wir die ganz alte Karte aus Season 1 irgendwann mal vielleicht nochmal zocken können. Ach, und eine Sache, Leute, das wollte ich euch nochmal schnell fragen, bevor ich es vergesse. Und zwar habe ich schon eine Instagram-Story gepostet. Und zwar dieser Pullover hier von dem Skin. Ja, ich gehe mal hier nochmal in den Spind, damit ihr es hier nochmal in groß sehen könnt. Diesen Pullover. Weiß jemand, wo man sich so ein Pullover holen kann? Also ich weiß, dass es so diese ugly Sweater sind, aber ich habe ein bisschen rumgeguckt, ich habe nichts gefunden, auch mit diesem Kragen. Vielleicht kann man nicht irgendwo selber designen oder so, oder vielleicht kann jemand von euch stricken oder so, ja? Ich möchte diesen Pulli haben, unbedingt, ja? Also ich meine, ich habe ja diesen ugly Sweater von WoW. Ich finde die natürlich extrem witzig, und wenn jemand irgendeine Information hat, gerne per Instagram, Twitter, Discord, hier, egal wo, ja, ruft mich an, ja, und sagt mir Bescheid, wo es diesen ugly Sweater zu kaufen gibt. Ich hätte richtig Bock drauf. Ja, und wie erwartet, die Warteschlange ist aktuell komplett voll. Hier steht Spielersuche für den Kreativmodus. Hat Epic Games auch vorhin getwittert, dass die Warteschlange dicht ist. Ja, also das heißt, ihr kommt da nicht rein. Alle möchten sie die Belohnungen abholen. Ich werde euch die einzelnen Belohnungen jetzt nicht einblenden. Wenn ihr die sehen möchtet, das heißt, gespoilert werden möchtet für jeden einzelnen Tag, das heißt 14 Belohnungen. Wie gesagt, bei mir im Discord gibt es einen Spoiler-Channel. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Dort wurden die Sachen schon von anderen gepostet, also von Leakern, von Twitter und so weiter. Das möchte ich hier jetzt an der Stelle nicht zeigen, weil ich meine, ey, das sind halt einfach kleine Belohnungen, das sind Sprays dabei, Gleiter, Spitzhacken, Rucksäcke und so weiter, keine vollwertigen Skins, aber da sind schon auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen dabei, und ey, es ist kostenlos, da nimmt man diese 14 kostenlosen Items einfach mal mit. Ja, warum nicht, ne? Ja, ich glaube, ich kann hier auf jeden Fall noch ein bisschen länger warten. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht einfach mal irgendwie morgen nochmal testen. Ich glaube nicht, dass ihr jeden Tag euch einloggen müsst. Ich glaube, dass die einfach erst dann freigeschaltet werden. Das heißt, selbst wenn ihr ein paar Tage verpasst, dass ihr das Ganze dann trotzdem nachholen könnt. Das wäre es auf jeden Fall zu diesem Update und die Erklärung, was es mit diesen 14 Tagen auf sich hat. Jeden Tag um 15 Uhr neue Challenge, neue LTM, neues Geschenk. Probiert es auf jeden Fall aus. Klassischen Modus. Kann ich empfehlen, mal reinzugucken. Ist nicht schlecht, sage ich mal. Ist ganz nett. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und denkt immer dran, hört auf zu campen und passt auf euch auf. Euer Oleg. Haut rein. Ja.